Und ich weiß nicht, ob das jetzt so eine typische Eigenschaft ist. Aber aus irgendeinem Grund hat diese Art und Weise irgendwie so einen Entspannungsfaktor. Wisst ihr, was ich meine? Hier gibt es einen Safe Room. Dann wollen wir erstmal hier speichern. Hier ist die nächste Fähigkeit. Eine ganz, ganz coole. Die Bombe. So. So, wenn wir uns im Morphball befinden, drücken wir den B-Knopf. Und das war's. Und nicht nur das. Damit können wir auch im Morphball springen, weil ansonsten kannst du nicht im Morphball springen. Du kannst dich nur hin und her bewegen. Deswegen schon eine feine Sache. Und let's go. Unser allererster Bosskampf. Nur ausweichen ist nicht so meine Spezialität. Hallöchen alle zusammen und willkommen zu diesem neuen Let's Play vielleicht? Fragezeichen? Wir werden sehen, liebe Freunde, je nachdem, wie dieses Video bei euch ankommt. Wir spielen heute auf jeden Fall eine kleine Runde Metroid Desolation, die Version 1.1.2 derzeit 2023 von Jacinchen? Jacinchen? Jacinchen, denke ich mal. Also deutschsprachig Raum entwickelt? Fragezeichen? Auf jeden Fall. Deutschland, Österreich, Schweiz, Belgien, ich habe keine Ahnung. Oder irgendwo aus der großen weiten Welt jemand, der Deutsch sprechen kann. Ich weiß es definitiv nicht. Was ich auf jeden Fall weiß, ist, dass Metroid Desolation ein ROM-Hack von Metroid Zero Mission ist. Und ich bin auf jeden Fall gespannt, was dieses Spiel so drauf hat. Okay, ich muss sagen, ich habe schon ein kleines bisschen vorgespielt und die ersten Eindrücke sind auf jeden Fall positiv. Welche Eindrücke dieses Spiel noch erweckt und vor allem, was ihr dazu sagt, auf jeden Fall gerne in die Kommentare schreiben, was ihr von diesem Spiel, also was für Eindrücke ihr von diesem Spiel habt und ob ihr mehr sehen wollt, ne? In diesem Sinne, wir starten mit dem Spiel. Ich würde vorschlagen, wir werden auf jeden Fall hier an dieser Stelle ein neues Save-File stellen. Ich glaube, ich werde hier die B-File verwenden als Let's Play-Save-File und die lasse ich hier. Da kann ja sein, dass ich hier weiterspielen will, wer weiß. Also, let's go. Und ich habe gerade einen Fehler gemacht. Ich muss hier diesen Knopf drücken. So. Normal. Ist Dread einfach oder schwer? Ich glaube, schwierig, oder? Ich weiß es gar nicht. Ich nehme normal. Ich nehme einfach mal normal. Mal schauen, was passiert. Let's go. So, Areal LC13 sollte eigentlich ein sehr fruchtbares Land sein, Stückchen Land sein, wo es sehr viele Lebewesen gab und wirklich reich an Wasser war. Dennoch, auf einmal ist das ganze Land ausgetrocknet. Eine Wüste geworden. Und viele dieser Lebewesen sind ausgestorben. Und ich bin hergekommen, um den Grund herauszufinden. Warum ist dieses Wasser auf einmal verschwunden? Das werden wir herausfinden. Hoffentlich. Let's see. So, erstmal ein kleiner Fun Fact. Geht das? Warte. Ja, genau. Wir steigen ein, ne? Unsere Mission beginnt jetzt. Ne? Die beginnt jetzt. Die Mission war langweilig, also habe ich die Mission aufgegeben. So, lass mich meine Tour genießen. Runaway, ne? Einfach davongelaufen. Ja, Leute. Clear time. 19 Sekunden. Meine Güte, war ich schnell. Das war ein Speedrun. Und
Items, die wir gesammelt haben, 0%. See you next mission. Sehr schön. Ja, Freunde, sehr schön, dass ihr dabei gewesen seid. Ja, war ein ziemlich schnelles Spiel, ne? Also, wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Projekt wieder. Nein, Spaß. Ich wollte das einfach mal zeigen, weil ich das zufällig rausgefunden habe. Ich weiß nicht, ob das bei Metroid grundsätzlich der Fall ist, weil ich muss an dieser Stelle sagen, ich bin jetzt kein Metroid-Player. Ich weiß, ich kenne Metroid, ich weiß, wie es aussieht. Ich hab zwischendurch mal gesehen, wie es andere gespielt haben, egal ob in 2D oder 3D. Aber persönlich habe ich es nie gespielt oder mich nie tiefgreifend damit auseinandergesetzt. Deswegen bin ich da auf euer Vorwissen auf jeden Fall angewiesen. Kann man das so machen mit dem Raumschiff? Oder wurde das hier mit eingebaut? Ich weiß es nicht. Ich kann es euch nicht sagen, weil ich auf jeden Fall euch sagen kann, dass wir diesmal jetzt auf jeden Fall die Mission beginnen werden, wenn ich mal auf den falschen Knopf ständig drücken würde. So, let's go. So, diesmal wirklich, ich steige jetzt nicht da rein. Ne? Ich werde jetzt auf jeden Fall diese Mission hier erfüllen und wir werden jetzt hier nicht reinspringen, wir springen hier. So, hier, ne, die Wüste. Wirkt jetzt irgendwie wie bei den Ureinwohnern Amerikas. Aber was mir auf jeden Fall gefällt, ist, wie Samus hier so richtig smooth gesteuert wird. Also das Pacing dieses Spiels ist richtig, richtig gut, ne? Also da kann ich echt nichts gegen sagen. Hier ist es ein bisschen warm, ist aber nicht weiter schlimm, ne? Warte. Okay, dann gehen wir runter. Ich wollte eigentlich mich noch ein bisschen umschauen, aber ja. Eigentlich beginnt unser Abenteuer jetzt erst. Dann wollen wir mal schauen, was es hier so gibt. Aber steuerungstechnisch macht dieses Spiel einen verdammt guten Eindruck. Also, Steuerung ist richtig smooth, das Pacing des Spiels gefällt mir relativ gut, wirklich. Also, ziemlich gut, muss ich sagen. Also, ich muss mich nur ab und zu mal hier ein bisschen ducken. Und ich weiß nicht, ob das jetzt so eine typische Eigenschaft ist. Aber aus irgendeinem Grund hat diese Art und Weise irgendwie so einen Entspannungsfaktor. Wisst ihr, was ich meine? Hier gibt es einen Safe Room. Dann wollen wir erstmal hier speichern. Safe complete, alles klar. Ah, diesen Track kennen wir auch. Ja, das kennen wir auch. So, Gegner lassen sich relativ einfach besiegen, wenn man sich mal nicht treffen lässt. Ist aber alles keine große Sache. So, hier können wir nicht weiter. Was ich auf jeden Fall schon mal sagen kann, was vielleicht von Interesse sein könnte. Wobei, wenn ihr das kennt, wenn ihr Metroid selber kennt, dann brauche ich euch nicht, dann ist es wahrscheinlich nichts Neues für euch. Aber ich finde diesen Open Area, wohl bemerkt nicht Open World, sondern Open Area Aspekt dieses Spiels, echt gut. Weil dadurch wirkt dieses Spiel irgendwie, wie soll ich sagen, ausführlicher? Gibt es einen Sinn, was ich sage? Es ist auf jeden Fall. Dadurch musst du auch ein bisschen gründlicher suchen. Und das finde ich gar nicht mal so uninteressant, muss ich sagen. So, Energie. Erstmal aufladen. Und selbstverständlich können wir auch Metroid-typisch wieder auch ein paar Items sammeln, um unsere Ausrüstung ein bisschen zu upgraden. Aber ich denke mal, das versteht sich von selbst. So. So, unser erstes Item. Morphball.
So, doppelt hier, ne? Den das Steuerkreuz nach unten. Und schon haben wir den Morphball. Eine sehr coole Sache. So, ne? So, hier geht's nicht weiter. Hier ist ein Energy Tank. Und diese Energy Tanks sind richtig nützlich, muss ich an dieser Stelle sagen. So, ich glaube, hier geht's weiter. Ja, hier geht's weiter. Und hier ist er. Unser Energy Tank. Damit können wir noch mehr Energie tragen. Abgesehen von den 99 Energiepunkten. Das ist an sich eine ziemlich feine Sache, wenn ihr mich fragt. So, jetzt können wir hier auch nach unten gehen. Ich besiege erstmal diesen Kollegen. So, alles klar. Okay, es geht nicht mehr weiter. Okay. Dafür gibt es auch eine Lösung. Keine Sorge. Aber alles zu seiner Zeit. So, erstmal die Map hier aufdecken. Zumindest dieses Areal. Desert. Und wie ihr sehen könnt, haben wir wirklich einiges hier zu tun. Und das ist nur eins. Ne, das erste Areal. Ne, das dürfen wir jetzt nicht vergessen. So. Man kann hier nach unten, ne? Ja, okay, alles klar. Wobei ich nicht weiß, ob ich das Richtige getan habe. Geht's hier weiter? Nein, es geht hier nicht weiter. Alles klar. Alles klar. Oh, hier geht's weiter. Ah, okay. Ja. Aber hier... Alles klar. Power Grip. Das kann man ja auch gleich demonstrieren, wenn ich hier mal rauskomme. Na komm. Oder geht's hier weiter? Kann ich hier? Okay. Okay, jetzt können wir. Hier so ein bisschen ranhangeln. Was an sich eine ziemlich coole Sache ist. Wenn ich es denn auch gebacken bekomme. Könnt ihr auch so versuchen. Ja, so ist es, glaube ich, sogar besser. Alles klar. Schneller. So, dann können wir, glaube ich, wieder hier rein, ne? Ja, alles klar. Wobei, ich würde schon gerne mal nach oben gehen und schauen, was sich da so befindet. Na komm. Ich bin mir gar nicht sicher, aber ich meine, dass dieser Raumhack relativ kurz sein soll, aber ich kann mich auch täuschen. Okay, ist es so Eis? Ist ja auch deutlich gekennzeichnet. Wait a second. Ich glaube, hier können wir nicht weiter nach oben. Nein. Ich weiß nicht, ob wir einen Double Jump noch dazu bekommen. Weiß ich nicht. Wie gesagt, ich kenne mich mit den Fähigkeiten nicht so gut aus. Ich habe bereits jetzt ein paar Fähigkeiten kennengelernt. Aber ich gehe stark davon aus, dass es bei weitem noch nicht alle sind. So, einmal hier, einmal so, ja. Morphball und Power Grab sind auf jeden Fall in dieser Hinsicht ziemlich wichtig und das ist natürlich ein bisschen unschön. Ich kann nicht weiter oben, ne? Kann ich hier weiter? Oh, ich kann hier weiter. Oh, okay. Aber ich will gerne wissen, was sich hier drin befindet. Okay, alles klar.
ne, Secret-Bereich wird auch in der Map so angezeigt. Okay, keine Energie. Jetzt aber. Alles klar. Ich find's echt cool. Okay, hier können wir noch nicht rein. Das Item hierfür haben wir bereits schon gesehen, aber... Ne? Das werden wir uns noch besorgen. Aber erstmal gehen wir hier weiter. Können wir hier weiter? Ich bin mir gar nicht so sicher. An hier konnten wir nicht mehr, ne? Okay, alles klar. Gut, dann machen wir erstmal hier weiter. Hier waren wir, glaube ich, schon, ja. So, das könnten wir, glaube ich, noch nicht. Nein. Okay. Alles klar, dann. Aber ich muss echt sagen, das Pacing von diesem Spiel ist einfach wirklich sensationell. Die Creme de la Creme, würde ich sagen. Also das gefällt mir richtig gut. So, hier oben waren wir noch... Ah, hier waren wir schon, aber da oben ging es nicht weiter, ne? Da oben ging es nicht weiter. Zumindest erstmal nicht. Ja! Offensichtlich ist das Ganze auch ein bisschen für Backtracking ausgelegt. Bin mir gerade nicht sicher, wo ich lang kann. Okay, hier kann ich nicht lang. Das heißt, ich muss, glaube ich, hier lang, ne? Anders geht's nicht. Okay, für weitere Energie brauchen wir auch weitere Energy Tanks, logischerweise. Und das war... Ein so schlauer Move, aber das macht nichts. Man macht ja Fehler, um aus ihnen zu lernen. Ne? Hier waren wir, glaube ich. Hier waren wir schon. Ja, okay. So, ich glaube, können wir hier noch was reißen. Weil ansonsten würde ich einfach ins nächste Areal erstmal gehen. Auch schon für fast für sinnvoll. Ja, ich glaube schon. Ich glaube, das ist schon ziemlich sinnvoll, wenn wir schon mal ins nächste Areal gehen und uns nicht treffen lassen. Zumindest würde mir jetzt an dieser Stelle spontan nichts weiter einfallen. Na komm. So. Auch ein ziemlich cooler Trick, in Anführungszeichen. Ist eigentlich an sich kein Trick, weil man sieht es ja. Die droppen ständig Energie. Von daher, warum nicht, ne? Warum nicht? Ist sie gerade von alleine gestorben? Sah gerade ein bisschen danach aus. Okay. Jetzt können wir uns hier ranhangeln. Das konnten wir vorher nicht. Und let's go. Tangle. Deswegen meinte ich. Dieser Open Area Aspekt. Gefällt mir richtig gut. So. Den Track kenne ich auch. Den habe ich auch schon mal gehört. Ja, schon unglaublich, wie oft solche Tracks in Mario Fangames und ROM-Hacks verwendet werden. Hier können wir noch nicht rein, aber hier können wir schon mal rein. Sala. Na komm. Oh! Das war natürlich nicht so schlau. Na komm. Einfach Energie wieder auffüllen. Oh! Und auch wieder entleeren. Let's go.
Hier können wir nicht weiter, ne? Da fehlt uns auch das entsprechende Item dafür. Die entsprechende Fähigkeit. Hier kann man übrigens auch sehen, glaube ich, hier. Genau, hier kann man es sehen. Wir haben den Morphball, wir haben den Power Grip. Ne, Beam und Suit, ne? Ist standardmäßig auch mit dabei. Und wir haben natürlich auch einen, upsala, einen Energy Tank. Und können natürlich auch weitere bekommen. Was an sich eine ziemlich coole Sache ist. Okay, alles klar. Wobei, bevor ich hier reingehe. Genau, wir haben ja noch gar nicht den Safe Room freigeschaltet. Hier gibt es, glaube ich, nämlich auch einen. Also zumindest pro Areal gibt es zumindest einen. Habe ich mir sagen lassen. Na komm. Was ist denn mit dir heute los? ...69 müsste eigentlich Glück bringen, aber man kann ja nie wissen, ne? Wo ging es denn nochmal weiter? Okay, ja, ich weiß, wo es weitergeht, aber... Wo finde ich jetzt, Weil ich kann ja nicht saven. Okay, dann müssen wir es so lösen. Gehen die anders. Let's go! Unser allererster... Bosskampf! Ausweichen ist nicht so meine Spezialität. Na los, komm! Okay, da habe ich nochmal richtig Glück gehabt. Jetzt bekommen wir's. Unsere Raketen. Damit haben wir ungeahnte Möglichkeiten. Wobei, ungeahnt, ne? Ist in dem Fall relativ. Damit können wir hier diese roten Türen freischießen, in Anführungszeichen. Und jetzt können wir die auch sammeln. Offiziell. Wir haben jetzt sozusagen die Erlaubnis dafür. Was in sich eine ziemlich coole Sache ist. Und damit kann man natürlich auch Gegner besiegen, ne? So ist es nicht. So, okay. Hier können wir offensichtlich noch nicht lang. Dieses Spiel gefällt mir richtig gut, muss ich sagen. Ich weiß, ich lobe schon die ganze Zeit, aber... Das Pacing, das Feeling, die Steuerung, das Gameplay. Ich bin normalerweise eigentlich nicht so der Metroid-Gamer, würde ich jetzt an dieser Stelle sagen. Aber das Spiel hat echt was drauf. So. Genau das wollte ich eigentlich nur. Eine Rakete. Let's go! Bam! Und rein mit uns. Ich glaube, hier war der Safe Room, oder? Alles klar. Alles klar. Okay, es geht hier noch weiter. Aha. Secret Bereich. Nee, noch nicht. Oh, ich weiß gar nicht, wo ich jetzt lang gehen soll. Ich gehe jetzt mal hier lang. Hier ist der Safe Room, okay.
Gut. Dann zeigen wir erstmal. Und ich denke mal, wir werden noch ein bisschen Backtracking betreiben müssen. Und die komplette Map ist auch freigeschaltet. Ja, ist schon ein bisschen was. Ist aber nicht weiter schlimm. Umso besser. Und ich glaube, ich save noch einmal, damit wir auch die Map, falls ich zumindest versagen sollte, gespeichert haben. Alles klar. So, weiter geht's. Nicht kleckern, klotzen. Nicht klotzen, sondern kleckern. Aber ich glaube, in dem Fall klotzen wir und kleckern wir gleichzeitig. So, alles klar. Dann geht's hier weiter. Es gibt noch einige Areale, die wir noch nicht richtig untersucht haben. Zum Beispiel dieses, glaube ich, war es. Kann ich das überhaupt... Okay, das geht noch nicht. Da brauchen wir ein ganz anderes Item. Hier unten ging das, ne? War hier die Tür? Ach, hier bin ich bin hier gar nicht weitergegangen. Ist mir gar nicht aufgefallen. Ach so, das kann man auch so. Okay. Ich hatte nämlich ein anderes Item im Sinn, aber wenn das auch so funktioniert, ist es umso besser für mich. Weniger schön ist es, dass ich mich hier treffen lasse. Immerhin eine Rakete. Weiter, 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 weiter. Ach, hier war die Tür. Hier war sie. Alles klar, let's go. Alles klar. Na komm. Alles klar. Gegner sind relativ einfach zu besiegen. Beim Boss muss ich sagen, dass ich ein bisschen Glück hatte, weil er hat die ganze Zeit an die Wand gestarrt. Also bei meinem ersten Anlauf, wo ich das Spiel so ein bisschen angespielt habe, muss ich sagen, dass ich deutlich weniger Glück hatte. Also dieser Boss ist eigentlich normalerweise ein bisschen vorne da. Muss man an dieser Stelle sagen. Oder ich habe mich einfach blöd angestellt. Das kann auch sein. Und ich habe mich diesmal klüger angestellt. Aber ich glaube schon, dass der Boss grundsätzlich ein bisschen fordernd ist. Nichtsdestotrotz für den ersten Boss gar nicht mal so schlecht. Wenn man bedenkt, dass die Gegner hier ansonsten einfach zu besiegen sind. Okay. Wir haben, glaube ich, noch eine weitere Fähigkeit, die wir erlernen können, in Anführungszeichen. So, hier waren wir schon. Hier weiter oben ging es auch nicht. Okay. Okay. Ist nicht Quatsch. Interessant. Irgendwie. Irgendeine Art und Weise. Okay, das geht noch nicht. So, was haben wir bisher? Was war nochmal beim Save Point? Das würde ich gerne nochmal wissen. Was wir da noch hatten, weil da bin ich mir gar nicht sicher. Muss ich euch sagen, ich bin mir gar nicht sicher, was wir hier beim Save Point hatten. Ich habe natürlich das Original, also Metroid Zero Mission, nicht gespielt. Falls ihr das gespielt habt, könnt ihr mir gerne sagen, ob es irgendwelche welche Unterschiede euch auffallen. Und ich merke gerade, dass hier ein paar Kollegen es nicht gut mit mir meinen. Achso, einfach den Raum verlassen. Alles klar.
komm. So, Save Point. Ist ganz in der Nähe. Würde ich jetzt sagen. Kommen wir da überhaupt wieder hin? Also hier können wir nicht. Also hier können wir es nicht. Gehen wir erstmal hier rüber. Alles klar. Na, alles klar. Und zack. Und durch. Sehr gut. Ah, okay, ja. Das war's, ja. Dann könnte man, glaube ich, wieder hier nach oben, ne? Ja, ja. Sehr gut. Ja, okay. Alles klar. Schauen wir mal, wie weit wir kommen. Aber bloß auf diese kleinen Viecher aufpassen, ne? War ich hier schon? Ach, hier war ich schon. Okay, alles klar. Ja, ja, das war, da war der E-Tank. Da war der Tank. Ne? Viel weiter geht's, ging's, glaube ich, nicht. Nichtsdestotrotz, warte. Ne? So viel Zeit muss sein. Und sorry, wenn ihr gerade im Hintergrund Discord hört. War eigentlich nicht von mir geplant. Ich wollte da nur was nachschauen. Also vergessen zu schließen. Aber glücklicherweise bekommen wir sowieso gerade selten Nachrichten. Wobei jetzt ist es wieder ein bisschen intensiver. Okay, komme ich hier irgendwie nach oben? Nein, ich habe alles hier verbraten. Das heißt, ich muss wieder ein paar Gegner besiegen. Was an sich jetzt nicht weiter schlimm ist. Ich mag diesen Remix. Wird nicht umsonst in Super Mario Bros. X verwendet und in Super Mario Cuatro Jugadores. Zwei richtig gute Mario-Fangames. Wie ich finde. Immer noch keine Raketen. This is not good. Ah, jetzt können wir. Ah, okay. Jetzt, ja. Okay, ich glaube, weiter. Kommen wir nicht? Oder kommen wir weiter? Tada. Ich glaube schon, oder? So, einen Moment. Nee, ich glaube, das geht nicht, oder? Nee. Nein, das ist nicht möglich. Na gut. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Ja, ich habe ein Gedächtnis wie ein Sieb. Dass wir über den anderen Weg nehmen konnten, um nach oben zu gelangen. Und eventuell dort etwas Nützliches finden. Falls nicht, dann machen wir direkt im nächsten Areal nochmal weiter. Würde ich an dieser Stelle vorschlagen. Hier hatten wir, habe ich ein Item bekommen. Ja. Hier haben wir den Morphball bekommen. Ja, hier geht's weiter. Ich will nur schauen, ob wir unsere Rakete irgendwo hier einsetzen können. Aber das ist, offensichtlich gerade nicht machbar. Ich kann mich ja da nicht ranhangeln. Nee. Ich glaube, es geht nicht mehr weiter. Okay, gut. Alles klar.
Ich wollte mich nur vergewissern, dann können wir erstmal hier weiter unten nachschauen. Weil da gab es ja auch genügend rote Türen. Meine ich zumindest. Warte, eine Sekunde. Bin mir nicht sicher. Ist hier irgendwas Geheimes? Nein, hier ist nichts. Wobei man natürlich auch nie wissen kann, ob man eine Rakete einsetzen kann. Aber ich verzichte erstmal drauf. Ich will jetzt nicht alles auf 100% spielen. Ich spiele sozusagen, ja, wenn ich so nach dem Motto just for fun. Wenn ich was holen kann, hole ich es. Wenn nicht, dann nicht. Ist ja nicht weiter schlimm. So machen wir's. Genau, alles klar. Okay, dann geht's erstmal hier weiter. Mal hier rein. Sehr gut. Saven. Alles klar. So. Hier war ja dieser eine Weg. Einen Moment. Wo wir, glaube ich, nicht weiter konnten. Warte eine Sekunde. Da unten ist doch auch was gewesen, ne? Hier, ne? Ja? Ja? Ja, siehste. Hier war doch was. Ah, weitere Raketen. Jetzt können wir maximal 4 mit uns herumtragen, was an sich eine ziemlich coole Sache ist. Den Kollegen können wir leider noch nicht besiegen. Okay, das können wir nicht kaputt machen. Hätte er sein können. Okay, der kann mehr tanken. Man sieht es ja auch an seinem Aussehen. Dass der ein bisschen anders tickt. Ah. Warte. Hier ist doch was, oder? Hier ist einfach gar nichts. Okay. Yo! Weitere Raketen! Oh! Schnell! Na komm! Ich kann nicht weiter oben. Okay. Ach, gedrückt halten muss man, glaube ich, ne? Ja, okay, man muss gedrückt halten, alles klar. Ich weiß Bescheid. Keine Panik. Ja, okay. Yes, okay. Okay. Natürlich. Warte, hier ist am besten. Kommt ihr überhaupt hier? Okay. Ja, okay, sehr gut. Eieieiei. So, auf den Käfer achten. Yes! Jackpot. Alles klar. So, ja, dann sind wir erstmal hier durch. Aber offensichtlich gibt es unten noch einen weiteren Bereich. Okay, ich glaube, die andere Seite haben wir noch nicht genommen, ne? Okay. Na komm. Ah, okay. Okay. Okay, ich weiß, ich bin ein kleines bisschen still.
Ist meistens aber auch ein positives Zeichen. Ich bin echt vertieft in das Spiel. Und das passiert nicht häufig, dass ich sehr vertieft bin in einem Spiel. Das ist schon mal ein sehr gutes Zeichen, finde ich. Ist hier was? Das sieht irgendwie danach aus, oder? Es wirkt ein wenig so, aber ich glaube nicht. Okay, da lag ich wohl falsch. Okay. Dann wollen wir erstmal nach unten. So, was ist hier? Ein weiterer Save Point. Yes! Wahnsinn! Saven natürlich, selbstverständlich. Logisch. So, dann geht's erstmal hier weiter. Okay. Hier haben wir mal nichts verloren. Okay. Ich weiß, was los ist. Ich weiß, was los ist. Okay. Hier kommen wir erstmal nicht weiter. Das heißt, automatisch nehmen wir jetzt die andere Seite. Yes. Ach Mensch. Sehr gut. So. Ist hier die nächste Fähigkeit? Hier ist die nächste Fähigkeit. Eine ganz, ganz coole. Die Bombe. So. So, wenn wir uns im Morphball befinden, drücken wir den B-Knopf. Und das war's. Und nicht nur das. Damit können wir auch im Morphball springen, weil ansonsten kannst du nicht im Morphball springen. Du kannst dich nur hin und her bewegen. Deswegen schon eine feine Sache. Und ziemlich clever gelöst, wie ich finde. Ja. Warte. Ja, siehst du. Aha, was ist hier los? Au, 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 au. Schnell weg von hier. Ist hier irgendjemanden besiegen? Irgendeinen Schalter muss ich betätigen, oder? Ja. Könnte das der Fall sein? Da war ich mir gar nicht mehr sicher. Ja, das hat gar nichts damit zu tun. Hast du noch was vergessen?
Ah, jetzt. Ich habe jetzt gerade nicht bemerkt, was ich gemacht habe, aber die Hauptsache ist, ich habe es geschafft. Sehr gut. Genau so macht man's. Warte. Ne? So, können wir weiter? Nee, noch nicht. Ich glaube hier jetzt, ne? Ich glaube jetzt können wir hier weiter. Ja, okay. Eine große Sache. Okay. Cast. Aber ich glaube, wir können noch mal nach oben, ne? Das würde ich sogar an der Stelle bevorzugen. Oder haben wir einen Save Point in der Nähe? Wenn wir einen Save Point in der Nähe haben, möchte ich natürlich nicht darauf verzichten. Ist hier einer? Hier ist noch keiner. Da warten freundliche Gegner auf mich. Hier ist einer. Ist nämlich ganz wichtig, dass wir das hier machen, damit wir genügend Energie haben. Also ich schaue nochmal nach oben. Ich meine, da haben wir noch was. Aber es kann auch sein, dass ich da absolut falsch liege. Aber wir schauen mal. Schon krass, was es hier alles für Areale gibt. Du ahnst es nicht. Was ist hier noch? Okay, hier ist nichts. Weiter von Belang. Alles klar. Gut, dann wir gehen jetzt doch am besten nach oben. Würde ich an dieser Stelle vorschlagen. Ich denke, schaden kann es nicht. Ich würde noch gerne, ganz gerne kurz in den Safe Room. Können wir jetzt hier nach oben? Nee, ne? Nee, zumindest nicht hier rüber. Ich muss dringend in den Safe Room, damit ich mich auch überhaupt ein bisschen heilen kann. Okay. Sehr gut. Und zack. Und bam. Und boom. Und speichern. So, haben wir es auch jetzt geschafft. Haben wir das auch geschafft, liebe Freunde? Aber ich kann gar nicht weiter nach oben, ne? Ich glaube, das stimmt nicht ganz. Ich glaube, wir haben eine Chance. Ich sehe eine Chance. Können wir sie nutzen? Finden wir es heraus. Stimmt, hier können wir gar nicht nach oben. Aber ich könnte meinen, dass man da doch irgendwie nach oben kann. Ich probiere es mal aus. Wenn es nicht klappen sollte, weil ich meine, dass man das noch machen konnte. Ich probier's mal aus. Also auf diese Art und Weise kann man es auf jeden Fall nicht.
Nee, okay, dann gehen wir erstmal ins nächste Areal. Wir heilen uns ganz kurz nochmal. Ich weiß, es ist ein bisschen ärgerlich. Let's go. Alles klar. Meine Raketen haben wir sowieso genug, meine ich. Ja, gehen wir nach unten. Gehen wir erstmal nach unten und schauen wir mal. Was wir so Schickes finden, und das war der falsche Weg. Okay, das wäre auch zu einfach gewesen, ne? Das wäre auch viel zu einfach gewesen. Ja, die Grüntüren, das ist auch eine interessante Geschichte. Da weiß ich noch gar nicht, wie man die öffnet. Muss ich euch ehrlich gestehen. Aber das werden wir ja noch herausfinden, ne? Deswegen spiele ich das Spiel, um es herauszufinden. So, was haben wir hier? So, ein Fake-Energietank. Echt fies. Aber gut. Okay. So, die Map haben wir noch nicht komplett freigeschaltet. Das wäre an sich schon ziemlich nützlich, würde ich sagen. Warte. Okay. Nee, keine Chance. Aber hier. Hier haben wir eine Chance. Na, kommt. Jetzt hier. Keine Chance. Aber das macht ja nichts. Ein weiterer Safe Room. Safen? Aber logisch. Safe complete. Alles klar. So. Jetzt mal hier rein. Alles klar. Oh, ein weiterer Energietank! Oh my goodness! Keine Angst. Der tut nix. Wenn man das Muster dieses Gegners erkennt, besiegt man ihn schon ziemlich einfach. Oh mein Gott. Das war jetzt ein bisschen ungeschickt. Na komm. Er wird immer schneller. Der bleibt auch länger an einer Stelle. Was aber in dem Fall sehr gut ist. Na komm. Ist ein bisschen eintönig. Muss man an dieser Stelle schon sagen. Tricky. Wenn jetzt an dieser Stelle das Wasser hochkommt,
zieht aber auch ganz schön viel Energie ab, du. Oh my goodness. Oh, verdammt. Okay. Am Ende ist er schon ein bisschen schwieriger. Am Ende ist er doch ein bisschen schwieriger. Ah. Die gute Musik. So, können wir jetzt auf den Energietank... Haben wir bekommen. Wichtig und richtig. Na komm. Ja. Die fertig! Aua! Nee, er macht mich jetzt fertig. Haha, getroffen. Aber er hat mich dafür auch einmal getroffen. Mensch. Okay. Nein, ich wollte auch die Energie haben. Das ist so gemein. Was ist das? Achso. Ah, okay. Missile-Tank. Achso, ich habe noch einen weiteren. Schade, dass wir jetzt keinen weiteren bekommen. Na gut. Dann halt nicht. Dann halt nicht. So, einmal saven. Tja, liebe Freunde. Wir haben es ganz schön weit geschafft, würde ich zumindest sagen. Also für mich als Metroid-Lion finde ich, kann mir schon ein bisschen auf die Schulter klopfen, würde ich sagen, nicht saven. Ja, ziemlich cooles Spiel, macht einen ziemlich guten Eindruck. Und wenn ihr mehr von diesem Spiel sehen wollt, gerne Like da lassen, Abo da lassen und vor allem gerne auch in die Kommentare. Je mehr Leute sich dafür aussprechen, desto wahrscheinlicher ist ein nächster Part. Was sagt ihr, Freunde? Cooles Spiel? Oder cooles Spiel? Kommt schon, sagt schon. Wie dem auch sei, ob es nun Metroid sein wird oder was anderes, bei einem könnt ihr euch definitiv sicher sein, wir sehen uns wieder, egal in welcher Form. Definitiv. Also Leute, macht's gut und auf Wiedersehen. Bam, bam. Ciao, ciao. Bye, bye.